Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem National- und Ständerat, geschätzte Vertreter der Medien, geschätzte Vertreter der Schweizer IT-Branche, ich begrüße Sie im Namen von Paul Digi, Edi Graf Litscher, Co-Präsidentin, zusammen mit mir, Matthias Stürmer, Geschäftsführer von Paul Digi, ganz herzlich zu diesem Anlass. Ich habe sehr Freude, dass so viele Leute heute Abend gekommen sind. Es zeigt sich, dass die IT-Themen, Digitalisierungsthemen zunehmend auf Interesse stoßen. Und ich denke, das freut uns alle, weil es doch zunehmend an Bedeutung gewinnt für die ganze Gesellschaft. Auch das Thema, das wir heute Abend diskutieren, Digitalisierung und Demokratie, ist eben ein Thema, das uns alle beschäftigt, nicht nur hier in der Schweiz, auch international. Wahlen und Abstimmungen bestimmen zusätzlich heute eben auch stark digitalisierte Themen, das heißt, die Bedeutung steigt zunehmend. Kampagnen werden längst nicht mehr über klassische Medien gewonnen. Zunehmend haben sich Kampagnen auch ins Netz verlegt. Das bestätigen auch amerikanische Analysen des letzten US-Wahlkampfs. Oder auch, wenn es um die Brexit-Abstimmung gegangen ist, zweifelsfrei. Was hierzulande noch eine Truppe von Social-Media-Experten mehr oder weniger händisch abarbeitet, hat in den USA System. Gigantische Datensammlungen, man spricht von rund 230 Millionen Nutzerprofilen mit jeweils 3'000 bis 5'000 Datenpunkten, sind über Unternehmen wie Cambridge Analytica auf Knopfdruck verfügbar. Psychologische Filter sorgen dafür, dass die gewünschte Zielgruppe maßgeschneidert mit Botschaften berieselt wird. Durch Social Bots, also Computerprogramme, welche die sozialen Medien automatisch füttern, sind Kampagnen im sehr grossen Stil einfach realisierbar. Vertiefte Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Und durch den weiteren Fortschritt, insbesondere bei der künstlichen Intelligenz, werden diese Programme wohl bald nicht mehr nur dienen für eben Wahlen und Abstimmungen, sondern sie werden maßgeblich auch dazu beitragen, dass ganz neue Wählerschichten mobilisiert werden können. Sie werden durch Interaktion lernen und noch präziser und individueller arbeiten. Digitale Kampagnen sind sehr effizient. Sie sind emotional, sie sind sehr zielgerichtet, sie treffen den Nerv beim Empfänger, multiplizieren sich mit der Wirkung durch die Verteilung, das Teilen, das Liken mehrfach und die Botschaft stammt dann eben plötzlich nicht mehr von irgendeiner Partei oder irgendeinem Komitee, sondern sie kommt dann von einem unserer Freunde, sie wird dadurch noch glaubwürdiger und sie aktiviert Gleichgesinnte schneller untereinander. Dadurch beeinflussen die sozialen Medien unsere Wahrnehmung sehr massiv. Viele der eingesetzten Mittel sind ethisch fragwürdig. Auch in der Schweiz stellt sich die Frage, wie sich die Demokratie und der politische Diskurs durch die Digitalisierung entwickelt. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit namhaften Experten das Thema beleuchten können. Zuerst wird dann Professor Abraham Bernstein, Informatikprofessor an der Uni Zürich, sowie dann im Anschluss die Tech-Journalistin Adrienne Fichter uns in zwei Kurzreferaten nach der Vorspeise ihre Sichtweise zu diesem Thema vermitteln. Nach dem Hauptgang erwartet sie dann eine Gesprächsrunde unter der Leitung von Matthias Stürmer und dort dazu stoßen wir dann Daniel Graf von WeCollect und der Ethiker Dr. Markus Christen. Also Sie sehen, wir haben hier eine hochkarätige Runde heute Abend, die zu diesem Thema sicher viel zu sagen haben. Ich wünsche jetzt Ihnen einen spannenden Abend. Wir beginnen mit der Vorspeise und das erste Referat erfolgt dann nach der Vorspeise. Einen guten Miteinander.